Hallo, herzlich willkommen zurück zu Lustige Witze. Ich habe einen neuen Gast hier. Das ist Thomas. Ihr kennt ihn von der GON. Dort haben wir rumgemacht. Und das ist Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Was ist gefährlich? Niesen bei Durchfall. Schatz, ich hätte ja nicht gedacht, dass unser Sohn es mal so weit schaffen würde. Stimmt. Das Katapult ist wirklich geil. Hol mal unsere Tochter. Dick sein ist nicht gut für die Gesundheit. Sie sind zu dick. Ich glaube, ich hole mir hier lieber eine zweite Meinung. Sie sind auch hässlich. Hans, was hast du dir nur dabei gedacht? Aber warum? Vögel auf eurer Hochzeit freizulassen ist doch romantisch. Ja, Hans, aber doch nicht Strauße. Wenn Kinder zur Schule gehen, wo sitzen sie dann? Nirgendwo. Die gehen ja noch. Ja, wir wollen auch die Togo-Zuschauer hier, dass sie auf ihre Kosten kommen. Beim Psychologen. Ich komme mir manchmal so überflüssig vor. Ihr Termin ist erst nächste Woche. Schatz, ich habe Kopfschmerzen. Hast du was dagegen? Nein, das ist schon in Ordnung, dass du Kopfschmerzen hast. Der Kleine, verpiss dich, mein Name geht dich gar nichts an, möchte genau aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Herr Doktor, ich vergesse immer alles. Seit wann haben Sie das? Seit wann habe ich was? Wie nennt man einen guten Büstenhalter auf Italienisch? Tittini Farucci. Oh Mann. Kommt ein Mann zum Fleischer und sagt, ich hätte gerne einen Stierhoden. Der erwidert, ich auch. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Der Bagger, weil er hat nur einen Arm. Mami, darf ich die ganze Schüssel auslecken? Nein, Hans. Du drückst die Klospülung und wir gehen davon unter anderem auch. Konfuzius sagt, gehst du mit juckendem Po schlafen, wachst du mit stinkendem Finger auf. Wie ich es nicht ab kann, wenn das Klopapier alle ist und ich dann in kleinen Trippelschritten zu Rossmann muss. Na toll, Klopapier alle. Tschüss, Socken. Aus Spaß wurde Ernst. Ernst ist jetzt 9 Jahre alt. Ich hatte doch schon mal einen Witz. Ich werde meinen Sohn Ernst nennen. Da kann ich, wenn er 18 ist, sagen, das ist mein voller Ernst. Und ich habe einen Kommentar bekommen mit, mein Kumpel heißt Ernst und er findet das nicht witzig. Und von da an war mir klar, ich darf über nichts mehr Witze machen. Jeder fühlt sich irgendwo getriggert. Aber ich mache trotzdem weiter, das ist mir egal. Ich werde nie die ersten Worte meines Sohnes vergessen. Wo warst du die ganzen 16 Jahre? Ist schon lustig, wie es manche verwirrt, wenn der Satz nicht endet wie Pferd. Man sollte im Altenheim kein Last Christmas singen. Mami, was macht man mit Tampons? Die steckt man da rein, wo die Babys herkommen. In den Storch? Ist der Postbote schon gekommen? Nein, aber atmen tut er schon ganz heftig. Boah, ich habe einen meiner Lieblingswitze. Ein Pärchen ist im Krankenhaus, sie kriegt gerade ihr Kind. Sagt der Arzt, wir haben hier ein neues Gerät entwickelt, da kann die Schmerzen bei der Geburt können auf den Mann übertragen werden. Mhm. Wollen Sie das ausprobieren? Dann sagt der Mann, na klar, ich möchte meine Frau unterstützen, ich möchte das auf jeden Fall ausprobieren. Schaltet der Doktor das Gerät ein, ich schalte das jetzt auf 30%. Der Mann merkt noch gar nichts. Dann sagt er, ja gut, schalten Sie es mal auf 50%, ich möchte meine Frau weiter unterstützen. Arzt schaltet es auf 50%, die Frau kriegt weiter das Kind, die geht schon wesentlich besser. Und der Mann merkt immer noch nichts. Dann sagt der Mann, ja, so einfach ist eine Geburt, ja, dann möchte ich alles geben. Schalten Sie das Gerät auf 100%. Also der Arzt ist auf 100%, Frau kriegt ohne Probleme das Kind, der Mann nichts gemerkt. Am Abend fährt das Pärchen mit dem Kind nach Hause, liegt der Postbote tot auf der Veranda. Das ist einer meiner Lieblingswitze. Warum essen Kannibalen gerne schwangere Frauen? Wegen der Kinderüberraschung und der Extraportion Milch. Eine Studie hat bewiesen, dass Frauen schlauer sind als Männer. Und davon wird die Küche auch nicht sauber, oder? Was ist klein, schwarz und klopft gegen die Scheibe? Ein Baby im Backofen. Geht ein Rollstuhlfahrer in die Bar. Spaß, er rollt. Da fickt man einmal die Geilste aus der Klasse und am nächsten Morgen steht's in allen Zeitungen. Peter, 52, Grundschullehrer. Was ist 15 cm lang? Pink und bringt jede Frau zum Weinen, wenn man es ihr in den Mund steckt. Ihre Fehlgeburt. Ich dachte schon, da kommt Dodo. Alter, Gossipus ist wie ein Puls. Ist mir doch scheißegal, ob sie einen hat. Was ist der Unterschied zwischen Analsex und Spinat? Egal, wie viel Butter man dazu tut, deine Kinder mögen ihn nicht. Warum sterben in unserer Familie so plötzlich Leute? Mama? Mama! Mama! Warum steckt man eine Katze in den Mixer? Damit man die Muschi auch kneten kann. Und was ist der Unterschied zwischen Kurden und Lego? Kurden haben kein Land. Der Eintritt kostet 10 Euro pro Nase. Cool, freier Eintritt. Lord Voldemort, 68, Schnäppchenjäger. Was hat einer, der im Dreieck läuft? Kreislaufprobleme. Wie nennt man die Eier vom Pfarrer? Heiliger Beber. Das Leben ist wie Durchfall. Scheiße, aber es läuft. Womit backen Schlümpfe?
Gargamel. Der arme Kerl ist für die ganze Serie verhungert. Der hat doch nie einen Schlumpf gekriegt, oder? Ja. Ich habe erfolgreich die Uni abgeschlossen. Günther, 52, Hausmeister. Was sind die teuersten Tomaten? Die Geldautomaten. Dein Gesicht ist wie ein Lexikon. Man möchte einfach immer wieder nachschlagen. Wie nennt man einen kleinen Türsteher? Sicherheitshalber. Ich wollte ein Fastfood-Restaurant mit Pferdefleisch eröffnen, aber der Slogan, gestern geritten, heute mit Fritten, kam nicht so gut an. Meine Oma ist jetzt Türsteher. Wie nennen sie Hildegard? Für mich ist es nur ein kleiner Tritt auf die Bremse. Für viele ist es ein großer Schritt nach vorn. Klaus, 52, Busfahrer. Was fängt mit P an und endet mit Immel? Natürlich, Polarhimmel. Monopoly, gibt's das auch in Stereo? Du meinst Stereopoly? War das nicht wieder lustig? Schreib mir doch einen Witz in die Kommentare. Boah, Alter, ich hab grad Wortschwindungsschwierigkeiten. Passiert. Komm, abonnier!